Hektisches Treiben Anfang dieser Woche im Hotel Relais Villa Madruzzo über den Dächern von Trient. Kein Wunder, wurden hier im Beisein des Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees Gianni Petrucci und des Ministers für regionale Angelegenheiten, Tourismus und Sport Piero Gnudi jene 41 Athletinnen und Athleten vorgestellt, die Italien bei den allerersten Olympischen Jugendwinterspielen von morgen bis zum 22. Jänner in Innsbruck vertreten werden. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern befinden sich auch 8 Südtiroler. Die 5 Kunstbahnrodler Florian Gruber, Simon Kainzwaldner, Daniel Gatterer, Maria Messner und Andrea Vötter sowie Bobpilot Patrick Baumgartner, Skifahrer Hannes Zingerle und der Skicrosser Patrick Renner. Zingerle wurde erst vor kurzem nachnominiert, nachdem sich Eduardo Longo verletzt hatte und nicht mehr in Innsbruck teilnehmen kann. Die Freude war super groß. Ich habe das genau am 1. Jänner erfahren und deshalb ist das Jahr 2012 super gestartet. Die Vorfreude bei den jungen Athletinnen und Athleten ist vor den Spielen mit den 5 Ringen natürlich riesengroß. Es ist ein gewaltiges Gefühl, dass man da teilnehmen darf und mit den Athleten aus der ganzen Welt sich bestreiten darf. Und wenn man das Beste gibt, dann schaut es auch etwas Gutes aus. Es ist eine große Ehre, dass ich auch dabei sein darf da und das freut mich voll. Es ist ein super Gefühl, dass man mitfahren kann und man fährt dann mit der Mordsbreite außen. Und man hofft auch, dass man gute Ergebnisse erzielt mit der ganzen Mannschaft und dass man einen Hit haben draußen. Es ist die erste Olympiade und es ist schon auch das Beste, einfach leider dabei sein. Eine ganz besondere Aufgabe hat in Innsbruck Florian Gruber. Der 17-jährige Philanderer wird in der Hauptstadt Nordtirols die italienische Delegation anführen und beim Einmarsch die Fahne tragen. Ich bin ausgewählt worden als Fahnenträger. Ja, und es ist sicher eine große Ehre, hier Italien zu vertreten mit der Fahne. Ja, und das ist sperrig. Es ist ein hitziges Gefühl, hier die ganzen Kameras sind auf dich gerichtet. Und das ist ganz ungewohnt. Die Kunstbahnrodler zählen in Innsbruck zu den ganz großen Favoriten. Dessen ist sich Florian Gruber durchaus bewusst. Wir hoffen schon, dass wir gut reinkommen. Und dann vielleicht schaut auch eine Medaille aus. Ja, weil Igel sind wir jetzt allen gut gefahren, ja, und dann müsste es schon gehen. Bei der Pressekonferenz in Trient wurde von den Sportfunktionären mehrfach betont, dass es um den olympischen Geist, dabei sein ist alles, gehe. Diesen haben die Südtiroler Athleten auch schon in sich eingesogen. Jetzt für die Olympiade habe ich nicht fixe Ziele, es ist einfach dabei sein ist alles. Und wir werden sicher alles geben und ich denke, die Chancen stehen gut und vielleicht schaut auch ein guter Platz aus. Die Konkurrenten sind stark und wir versuchen das Beste und was rauskommt, kommt raus. Ich sage mal, wenn wir einen guten Start machen, dann ist eine Medaille in Sichtweite. Schauen wir mal, wie es geht. Ich probiere mal mein Bestes, ich lasse mich überraschen und hoffentlich, wenn Quali und alles gut geht, dann wird es nicht so schlecht gehen. In Innsbruck sind aber auch eine Vielzahl von Südtiroler Trainern dabei. Auch für sie sind die Jugendspiele eine ganz besondere Erfahrung, wie Jochen Strobel zu berichten weiß. Ja, es ist ein tolles Gefühl, wieder mal bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Das, was da sicher einen Unterschied macht, ist, dass es bei den Jungen ein bisschen lockerer hergeht als bei den Alten. Das sind sicher tolle Olympische Spiele für die jungen Athleten. Eine super Erfahrung, der Sport, die sportliche Leistung steht ein bisschen im Hintergrund. Es soll einfach ein bisschen mehr der olympische Gedanke zählen, dabei sein, Kontakt mit den anderen Nationen, mit den anderen Sportarten. Es wird sicher ein tolles Erlebnis. Ab morgen sind die heimischen Sportlerinnen und Sportler im Eiskanal von Nigels und auf den Skipisten rund um Innsbruck im Einsatz. Die Südtiroler Sportfans werden den jungen Stars von morgen mit Sicherheit die Daumen drücken.